So, und das ist jetzt die andere Seite von Medulin. Das ist der Campingplatz, den ich euch gerade von vorne gezeigt habe. Kann man auch jetzt im Winter super rumspazieren. Und hier sind diese zwei Bars. Eine ist dort weit hinten. Dort, genau. Und die andere hier vorne. Und die habe ich euch im Sommer als Nachtleben, wie gesagt, das Video verlinke ich euch unten, drin gehabt, damit ihr mal seht, was hier wirklich im Sommer los war. Ich staune, dass der Sandstrand hier noch so ist, weil normalerweise wird der dann weggespült. Der ist bloß künstlich aufgeschüttet. Da ist so ein bisschen, naja, so steinig drunter, so wie hier unter der Terrasse. So sieht das eigentlich aus. Dann nach dem Winter werde ich euch noch mal Videos machen von den Terrassen, wie zerstört die dann vom Winter sind, von dem Wintersturm. Ringsherum hier ist alles voller Bars und voller Restaurants, die dann natürlich ihre Terrassen zum Meer haben. Also es ist wirklich, wirklich viel los und jetzt alles zu. Dennoch bin ich immer erstaunt, dass auch in den Restaurants und in den Campingplätzen überall noch so Lichter brennen. Also da kann man wirklich staunen, dass die das nicht alles zu und nicht alles aushaben. Ist auch überall immer ein Wachschutz drin. Also ja, naja, gut. Ist auch richtig. Hier unten sind dann, wie gesagt, die Bars von oben, die Duschen für den Strand. Und da so kleine Imbissbuden noch. Hier oben ist immer so ein riesengroßer Badezubehör. Verkaufsladen hier oben, der kleine. Der hat die ganze Terrasse immer komplett voll zugerümpelt. Hier drüben war genau Früchte bis in die Nacht zu kaufen. Hier war auch noch mal so Badezubehör. Und da haben sie jetzt dahinter eine riesengroße Baustelle. Normalerweise war das dahinter wirklich nur Gestrüpp. Und da wird jetzt wirklich groß gebaut. Gegenüber auch noch mal ein Imbiss. Da fangen hier hinten so die Wohnblocks an. Und dann kommst du halt vorne wieder an der Promenade raus, wo ich gerade im ersten Teil war. Und hier geht es dann auch noch mal rum. Nur, dass du das... Ja, es ist ein bisschen schwierig, wenn man das nicht so selber abläuft. Und dann ist hier vorne wieder der Rummel und der Eingang zu diesem Campingplatz. Da sieht man es auch nochmal ganz gut. Genau, diese Lounge dort hinten, wo wir gerade waren. Und dann zu dem Camp Arena Medulin. Da werde ich euch sicherlich auch nochmal ein Video zusammenschneiden, wie dort die Gaststätten, da haben die ziemlich viele Restaurants und so kleine Pizzeria und ja, und dann vom Strand und eben ein paar Mobile Homes haben die dort auch. Das werde ich euch alles mal zusammenfilmen. Aber gegenüber habe ich einen ganz kleinen süßen Campingplatz entdeckt. Der ist wirklich, wirklich urig. Den mache ich mal die nächsten Tage, dass ich dort mal hinfahre. Ganz, ganz süß. Da seht ihr jetzt nochmal die Mühle, die normalerweise die Segel mit dran hat. Dann wisst ihr halt, wo ich wieder bin. Jetzt gerade hier vorne an dem Campingplatz und an dem Rummel. Und von dem Campingplatz gegenüber werde ich euch dann auf alle Fälle nochmal ein Video machen. Das ist wirklich ein richtig natürlicher Campingplatz. Also sowas habe ich noch nicht gesehen, wie die dort auf die Plätze überhaupt draufkommen mit dem Wohnwagen oder mit dem Mobile, mit den Wohnmobilen. Also ist mir echt schleierhaft, weil der so ursprünglich in den Wald reingehauen ist. So kleine Terrassen, wo die dann drauf fahren. Also unfassbar, wirklich unfassbar. Und hier siehst du dann im Hintergrund auch nochmal die Altstadt oben von Medulin. Dazu muss ich wahrscheinlich stehen bleiben. Ja, und dann, wie gesagt, hier unten der ganze Hafen und die ganze Promenade. Ja, also soweit aus Medulin. Ich hoffe, ihr habt jetzt alles gesehen, wie ruhig das jetzt ist. Und dann freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin.